Wie siehst du das in Deutschland so? Wie hat für dich das Battle-Ding in Deutschland angefangen? Also wir haben vorhin Moses P. angesprochen. Moses und P. so. Angefangen. Wie sieht es mit Live-Battles aus? Oder erstmal die Diss-Tracks vielleicht so? Was sind für dich krasse deutsche... Also ich komme ja vom, Battle ursprünglich. Von einer Generation, die dann schon in Mitte, frühe 90er Jahre angefangen hat. Es gab keine Medien, es gab keine Internet-Handys und das Ganze. Es gab legendäre Battles, die waren echt unfassbar im Royal Bunker. Ja, letztens, also ich kann mich so wenig erinnern, Savas hat letztens gesagt, ich habe gegen Savas gebattelt. Ja, ich weiß es nicht. Ey, ich war so in den Kinderschuhen und es war auch, und Savas hat im Interview jetzt erwähnt, dass er dankbar war, dass ich dieses Boxen-Streeting getrennt habe vom Rappen. Und er wird wahrscheinlich, wir waren da, ich war mal sehr gut mit Savas, aber es ist bei mir auch immer so, Tierstar, ich kann mit dir jetzt sofort cyphern. Ich kann dich nicht richtig battlen, weil ich gehe dann gleich unter die Gürtellinie. Also wie, ich kann mit dir Sparring machen, mit Antippen, aber ich kann nicht echt gegen dich kämpfen, weil ich töte und ich bin immer... Ist immer so ein bisschen das Unterschied zwischen Lockerer, deswegen battlen sich oft Homies zum Beispiel nicht gerne, weil die können nicht so respektlos sein, wie sie sich eigentlich gerne wünschen würden und dann alles geben so. Da, manche haben lieber eine Distanz, manche battlen aber auch lieber Leute, die sie gut kennen, um mehr auspacken zu können. Also es ist immer so eine Sache, ne? Das ist schön. Jetzt macht deine Frau Schluss. Ich sag, du warst im Puff. Ja, keine Ahnung. Irgendwie Gegnerbezug einbauen. Hast du denn so Lieblingsdeutsch-Tracks, Diss-Tracks, wo du sagen würdest, okay, die würden für mich zur obersten Kategorie gehören? Irgendwie eine, also, Top 3? Also, jetzt irgendwelche Parteien einzunehmen, ich finde von Sido und Alperan, Frohes Fest, ist hart lyrisch. Harz-Massaker. Boah, ja, jetzt die eigenen Kamellen von meinem eigenen Arzt. Ja, also da gab es unfassbar geile Sachen eigentlich auch. Ja. Hast du noch ein paar so? Also Dings pro Weihnachten auf jeden Fall. Ja. Sehr, sehr weit oben auf jeden Fall. Ja, stark. Ja, was habe ich noch gehört? Battles. Also ich habe wenig eigentlich so, jetzt von so Favorites, schon Favorites ist keiner richtig am Start. Aber es gab eine Menge halt ich habe mit Pablo SOK, mit Basso Danks gegen Schock, Agro gegen Schock, gab es eine ganze Menge. Ja, was fand ich, also, es liegt, guck mal, vielleicht liegt es erstmal daran, da ich 90% Ami-Rap höre. Du siehst, eben bin ich aufgeblüht, konnte Name-Dropping machen, weil ich hörte, wer ist da wieder, weißt du. Und die meisten Arzten, die ich kenne, die ich schätze, die haben noch keinen gebattelt, so. Aber oft ist es, zum Beispiel hast du gerade erwähnt, diese Shop-Disses damals. Ich kann mich erinnern, da habe ich aber auch... Aber jetzt erzählen dazu, war waren ja die Einzigen, die mich gedisst haben. Wollte ich gerade sagen, da war ich ja... Die Ersten und die Einzigen. Aber du hast ja gar nicht geantwortet, du bist persönlich hingegangen. Ja, das war fast eskaliert, da kamen wir, haben es geschlichtet. Ja. Deswegen, ich habe halt von dem Ruf geredet, dass keiner mehr Ärger macht, so ein Rap-Geschäft. Dann kamen die Schockatzen. Props an mein Homie Cracker Valley und Babakan, heute Endatze von mir, also Freunde. Und und dann aber müssen wir entscheiden zwischen Arzen, wenn mir Kanaken lieber, Arzen sind fette Schweine, wie Bugit Arzen Keeper. Oh, Hakenkreuz in den Augen. Meine Arabs kommen hin, war wie verkrampen, die kann nur kein Thema, meinen, wollen wir Wedding fahren, verbrennen. Ja, und dann aber habe ich geschossen mit, ich bin nicht Saat, ich bin nicht Basholt, dann hängst du über Bushido, ich bin ein Ghetto-Poet, fick Schock und komm vom Kilo zum Mikro. Ich hab schon leicht geschossen, hab mich damals nie so vermarkten können, wie man es hätte machen sollen. Aber dann ist es ja eskaliert, dann war ich auf irgendeiner Party, glaub ich, in Rap City Berlin, in der Insel. Ich hab Proform statt auf dem Flyer drauf, massiv auch und so alle, ja. Ich komm da hin, da sind die Schockleute da. Ich dachte, das eskaliert gleich. Aber dann chillen die alle so mit den anderen und keiner tut sich was. Ja, und dann sind irgendwie meine Synapsen durchgeknallt. Dann muss man rekonstruieren am Schluss. Alle meine Leute da, welche kamen auch. Ein Bruder hat immer gesagt, bring sie nicht ins Paradies. Ich dachte, ich drehe da durch. So schlimm wäre es auch nicht gewesen. Aber zu dem Zeitpunkt war ich auch ein anderer Mensch. Und ich konnte halt nicht auf mir sitzen lassen, dass die zu meiner Party kommen. Und für die anderen war es halt oft so. Ich glaube, die haben auch, es gibt riesen Unterschiede, ob du einen ficken willst, weißt du, ob du ihn sauer bist oder ob du ihn betteln willst. Also... Ja. Also, aber dann habt ihr es eigentlich mit einem Gespräch klären können, ja. Auch direkt dann. Dann wurde das da geschlichtet, weil wir eskaliert wurden. Und dann kam jahrelang der Homie, warte mal, ich guck mal. Dann kam jahrelang der Homie, erst kam Cracker Valley, hat sich nicht rechtfertigt, haben uns ausgesprochen. Hallo. Hey, Bobby. Ist der Homie beteiligt? Ja, soll ich mal aufmachen? Ja. Erzähl mal, mich weiter. Naja, und dann haben wir uns jahrelang gut verstanden und so. Dann waren doch alle froh, dass es nicht so eskaliert ist. Aber ich glaube, auch in Deutschland gab es eine Menge böses Blut schon wegen solchen Sachen. Da geht es halt immer um Positionen zu wahren, Gesichter zu wahren. Und das kann schon eskalieren, ja. Hat man ja oft gesehen, auch mit
mit, ich will die ganzen Sachen nicht auftun, die sich in den letzten Zeiten geschehen sind, aber es wird ja immer härter. Jetzt kommt die Zeit. Es wird ja auch immer wieder mal ernster auch. Ja, und kann immer mehr passieren, deswegen muss man auch immer seine Zunge zügeln. Und Battletracks sind sowieso blöd. Das ist so halt krass, so, ich bin seit Jahren, habe ich kein Problem mehr, was du dann hängst. Fans denken immer noch, der Beef ist dann und so, dann man schafft auch irgendwas, was dann mal hält, ja. Damals haben ja alle meine Leute auf Savage geschossen. Das war für mich schlimm, weil ich mochte Savage schon immer, war mein Homie. Und alle Bassbox-Arzt mit Fick MOR und so. Das ist immer schlimm, wenn man sich den Fronten steht. Ja, klar. Und bei, wenn dann andere sich da halt dissen, halt, dann kann auch schon sein, dass Waffen gezogen worden oder Blut fließen. Das sollte man immer bewahren. Ja, aber Leute müssen aufpassen, wem die was sagen und vor allen Dingen auch, wie weit die jetzt so vermeintlichen Real Talk. Ja, ey, Alter, wenn da so ein J-Love über Kinder von anderen Rappern redet oder so, dann finde ich auch die Straße gerecht, dass sie da durchgreift. Aber irgendwann ist auch der Spaß vorbei, dann ist ja nur noch demütigen und an die Wand stellen. Und ja, aber frag mich nicht, wie es vernünftig läuft, ohne, ich habe ja einmal schon schizophren probiert zu erklären, bei Atzenkalle, die Mutter belegen, nein, man macht's nicht. Ich bin ja selber dann auch so einer dann, im Gefecht des Wortes, was sagt man, wenn die Zunge brennt, ja, ich bin mal gespannt, wer der nächste bei mir ist, sieht das. Vielleicht Tierster. Wieder mal besoffen, wir haben noch mal ein bisschen gefreestylt. Wir haben nie uns schwören, nicht gebettet. Wir gut, bleiben uns kennen, wir gut. Genau, da war jetzt kein... Du hast doch damals auch... Nee, einfach so loslegen, immer wenn man besoffen ist, freestylt man einfach ein bisschen. Ich habe letztens schön mit Chefcat gecyphert. Stimmt, eine Stunde. Da hat auch so eine schöne Atmo. Und mir wäre dann auch nie eingefallen, gegen ihn zu schießen und ihn auch nicht. Da haben wir schön gecyphert. Alle rumballern, huren rum und so. Wir sind an der Box und cyphern. Danach habe ich rumgeballert. Ja, so gehört erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Wie sieht's denn aus mit Grenzen im Battle-Rap, wo du gerade drauf sprichst? Ich kenne keine Grenzen. So, ich denke mal, und schießt so zurück, wie es ist, wa? Also gibt's für dich eine moralische Grenze oder irgendwie eine verbale Grenze, wo du sagst, ey, das gehört nicht in ein Rap-Battle rein? Ja, man muss man ja in die eigene Nase fassen, was man schon alles, ja. Weiß ich nicht, also ist immer... Muss man den Einzelfall sehen. Okay. Siehst du Unterschiede zu den alten Battles, so jetzt Royal Bunker Zeit, was du meinst, 90er zu jetzt? Ja, das ist mediale, dass es immer aufgenommen wird. Mhm. Halt, da ist ja auch, dass man sich mehr analysieren kann. Ja, und Rap ist eine große Kultur, die immer größer wurde und immer vielfältiger, dadurch ist es auch so. Es ist halt immer krass, damals zum Royal Bunker waren und die meisten so auf ein Level. Ja, aber da, wenn ich die Battles manchmal sehe von eurer alten Show, hier Rap am Mittwoch so, da ist das krass wie Trödelmarkt, das ist Niveau. Das ist dann, da kann das Höchste fließen, auch das Tiefste, alles ist vertreten, ja. Und viel auch in Szene sich zu setzen, das ist vielleicht anders geworden. Bei diesem VBT, wie das heißt, ich habe das einmal gesehen oder so, so vorher auch Wissen dann mit Masken oder so oder irgendwas so, demnächst richtig vorbereiten, das gab es vielleicht früher nicht. Also ist auch gewachsen, dieses Kunstfigur, genau. Gucken wir mal. Hier klingelt den ganzen Tag. Kannst du dich an alte Battles von dir erinnern, gegen wen du mal so gebattelt hast, was es vielleicht noch nicht so auf Kamera gab oder was nicht so bekannt ist? Ja, ich hab viel gebattelt. Okay. Viel gebattelt. Ein spezielles? Ich denke mir gegen alle, wir haben ja gegen uns alle mal gebattelt. Jeder gegen jeden einmal. Ja, es gab schon lustige Sachen. Aber halt schwersten Whisky-Missbrauch weiß man mal nicht mehr so viel. Okay. Lassen wir über den legendären Abend bei Rapper Mittwoch sprechen. Ja, ganz normaler Fall. Jeder im Hut kennt es. 3 Tage wach. So viel Whisky, so viel geballert, verstrahlt, mit ein paar Bängern da aufgetaucht. Wollte was Gutes machen. Da habe ich einen ganz guten Text gekickt. Dann irgendwie seine Mutter beleidigt. Dann schizophren gesagt, macht man. Ich war da voll daneben, mein Benehmen. Er war auch schwach. Also Atzenkall ist kein starker Rapper. Das war Stand-Up-Comedy. Aber von mir auch unterste Schiene halt Wasser predigen, Wein trinken. Und hab ich mir schon oft genug darauf eingegangen. Aber viel halt beim Rapper-Mittwoch hast du halt Leute auch, die da so sehr gut ankommen, die man nie auf sein Album nehmen würde im Studio, weil das einfach nur Situationskomik ist. Nicht starke Lyrics. Genau, das richtiges Wort, Situationskomik, genau. Dass er die richtigen Momente gecatcht hat. So, ich hab auch das gemerkt, ist ein Riesenunterschied, lieber Tester. Du weißt, ob du das dann auch im Studio willst, ob es in dem Moment lustig ist. Ich glaube, er selber wusste ja auch, also er hat oft diese Taktprobleme gehabt, kam nicht auf den Takt klar und so, bei dir hat man gleich gemerkt, dass er durchgeflowt, dies, das und auch inhaltlich, was ich glaube, was sehr oft untergegangen ist, du kennst dich an diese Line erinnern, weil du meintest dann so, ja, fuck die Jungs in Tegel, ich bin ein G so, ein Superboogie ist ein G. Und er hat dann gesagt, du wohnst in Tegel, so weit weg, er hat das gar nicht mit Knast verbunden, so. Und die Leute haben das gar nicht gecheckt, so, warum du da Tegel gesagt hast.
Und dann haben die das eher mit dem... War auch, da waren ja 90% Rap-Touristen. Da waren ja keine Berliner, ist ja Rap-Tourismus, Hipsters. Ja. Ich glaube, wäre ein Unterschied, wenn da so eine Straßencrowd wäre, oder? Ja. So, die dann auch so die Inhalte checkt, wenn man so eine... Ja, wäre ein bisschen anders gelaufen. Aber Gott sei Dank war es nicht so, war Fazit.